Eine verhängnisvolle Irrfahrt mit dem Zug. Eine Nacht auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof und anschließend ein brutaler Mord. Das Opfer, ein 16-jähriges Mädchen. 1974 versucht die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst, dieses Verbrechen aufzuklären. Moderator Eduard Zimmermann erläutert damals rund 20 Millionen Zuschauern, was genau passiert ist. Das tragische Ende einer Ferienreise. Der Vorgang mag als Einzelfall recht ungewöhnlich erscheinen, aber er kann auch ganz allgemein wegen der Lehren, die aus ihm zu ziehen sind, für viele, insbesondere die Jüngeren unter unseren Zuschauern, als plastische Warnung sehr hilfreich sein. Er zeigt nämlich, dass es Orte gibt, an denen man schneller als anderswo in ganz persönliche Gefahr geraten kann. Aktenzeichen XY-Experte Ralf Döbele kennt diesen Mordfall sehr genau. Wenn man sich mit der Geschichte von Aktenzeichen XY beschäftigt, begegnen einem natürlich sehr, sehr viele Fälle, die einem ans Herz gehen und an die Nieren gehen. Aber dann gibt es auch noch eine Handvoll Fälle, die einem wirklich deutlich machen, wie grausam das Schicksal teilweise zuschlagen kann. Dies ist einer dieser Fälle. Die 16-jährige Dorothea H. stammt aus der fränkischen Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Am Nachmittag des 15. Juni 1974 tritt sie im hessischen Limburg die Rückreise aus einem Jugendlager an. Ihre Eltern wollen sie in Crailsheim abholen. Bis Frankfurt verläuft ihre Fahrt nach Plan. Doch dann macht Dorothea einen verhängnisvollen Fehler. Sie steigt in den falschen Zug und wird kurz vor der damaligen Station Baden-Oos von einem Schaffner darauf aufmerksam gemacht. Ist aber verkehrt hier. Ist der Zug nach Basel? Ja, ich will in Stuttgart umsteigen. Ich habe in Frankfurt den Anschluss verpasst. Wir fahren aber nicht über Stuttgart. Nein? Ja, um Gottes Willen, warum denn? Auch Eisenbahnexperte Hans-Peter Schlatterer hat sich mit diesem Aktenzeichen XY-Fall eingehend beschäftigt. Mir scheint, sie stieg spontan in den Zug und setzte sich einfach mal Richtung Frankfurt in Bewegung, was auch funktionierte. Dann in den falschen Zug gestiegen, das ist mir auch schon passiert, das kann jedem passieren. Dorotheas Eltern warten am Bahnhof in Crailsheim vergeblich auf ihre Tochter. Die fährt jetzt zwar mit einem anderen Zug in die richtige Richtung, doch mittlerweile ist es spät geworden. An diesem Abend erreicht sie nur noch den Stuttgarter Hauptbahnhof. Es muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben, wie ich jetzt nach Hause komme. Ja, also wirklich, ich sag's Ihnen, Herr, der Zug ist vor ein paar Minuten weg und der nächste geht erst wieder morgen früh um 7.02 Uhr. Das Mädchen beschließt, die Nacht im Stuttgarter Bahnhofslokal zu verbringen. Am nächsten Morgen will sie dann den ersten Zug in Richtung Crailsheim nehmen. In dieser Nacht ist im Lokal mehr los als sonst. Zu der Zeit findet in Deutschland die Fußball-WM 1974 statt. An diesem Abend hat in Stuttgart Polen gegen Argentinien gespielt. Dorothea sitzt etwas abseits. Sie ist erschöpft und zunehmend verzweifelt. Es ist auch das Fehlverhalten des Wirts, das verhängnisvolle Folgen haben wird. Normalerweise besteht die Pflicht des Gastronomen am Bahnhof darin, solche minderjährigen Menschen in die Bahnhofsmission zu überstellen. Dort gibt es ein Bett und eine Bleibe, bis morgens der Zug fährt. Doch der Wirt unternimmt nichts. Dorothea wird im Laufe der Nacht von verschiedenen jungen Männern angesprochen. Verzweifelt versucht das Mädchen wach zu bleiben. XY-Experte Döbele rekonstruiert, was dann passiert sein muss. Alles spricht dafür, dass Dorothea in den frühen Morgenstunden das Bahnhofsgebäude verlassen hat, vermutlich in Begleitung. Die Polizei ging davon aus, dass sie letztendlich das Angebot von jemandem, sie nach Hause zu bringen, angenommen hat. Vielleicht hat sie dieses Angebot auch angenommen, weil sie übernächtigt war, in keiner besonders guten emotionalen Verfassung. Vielleicht hat sie deshalb eingewilligt, wenn sie es sonst nicht getan hätte. Einige Stunden später macht ein Spaziergänger an diesem 16. Juni 1974 in einem Waldstück bei Grabenneudorf bei Karlsruhe eine Entdeckung. Er findet die Leiche von Dorothea H. Noch am selben Tag wird die Tasche des Mädchens mit einigen persönlichen Gegenständen in der Nähe von Heidelberg entdeckt. Aufgrund der Gesamtumstände ist Ralf Döbele sicher, Dorotheas Mörder muss motorisiert unterwegs gewesen sein. Eigentlich spricht alles dafür, dass der oder die Täter mit einem Auto unterwegs waren. Einerseits, weil sich der Auffindeort der Leiche in unmittelbarer Nähe der Autobahn befindet, dieses kleine Wäldchen in der Nähe von Karlsruhe.
Andererseits auch wegen dem Auffindeort von Dorotheas Tasche. Die wurde in einem Mülleimer auf einer Autobahnraststätte gefunden. Das Wäldchen, in dem Dorotheas Leiche entdeckt wurde, wird die Polizei noch länger beschäftigen. Besonders ungewöhnlich ist an dem Fundort der Leiche auch, dass die Kripo Karlsruhe in den nächsten Jahrzehnten immer wieder mit diesem kleinen Waldstück in der Nähe von Grabenneudorf zu tun hatte. Dieses Wäldchen spielte also auch in anderen Mordfällen eine Rolle, weil dort auch Opfer aufgefunden wurden oder auch im bundesweit bekannt gewordenen Entführungsfall Cornelia B. in den 80er Jahren spielte dieser Ort auch eine Rolle. Die Spuren am Leichenfundort und die gefundenen Gegenstände aus Dorotheas Besitz führen die Kriminalpolizei Karlsruhe nicht zum Täter. Die Beamten beschließen deshalb, sich an Aktenzeichen XY ungelöst zu wenden. Am 11. Oktober 1974 wird in der Fahndungssendung über den Mordfall berichtet. Dabei rekonstruiert Heinz Exner von der Kripo Karlsruhe auch noch einmal die Fahrtroute der 16-Jährigen. Sie beginnt in Limburg an der Lahn. In Frankfurt ist das Mädchen dann versehentlich in den D-Zug nach Basel gestiegen. Als sie in Baden-Oos ihren Irrtum bemerkte, fuhr sie zunächst zurück nach Karlsruhe und von dort nach Stuttgart. Die Darstellung des letzten Tages in Dorotheas Leben ist der zentrale Aspekt der Rekonstruktion bei XY. Dieser XY-Fall ist einer, der sich mir wirklich sehr eingeprägt hat, auch durch die Art und Weise, wie das Schicksal des Mädchens hier dargestellt wird. Also man geht sehr einfühlsam mit diesem Schicksal um. Man zeigt die ganzen Hoffnungen und Träume und den Liebeskummer, die dieses Mädchen mit nach Hause nimmt nach ihrem Ferienaufenthalt. Und man müsste als Zuschauer, glaube ich, schon ein Herz aus Stein haben, wenn man hier nicht irgendwie zur Aufklärung dieses Verbrechens beitragen will. In der Sendung werden auch mehrere Männer gesucht, die sich in der Nacht im Bahnhofsrestaurant zu Dorothea an den Tisch gesetzt haben. Ist einer von ihnen der Mörder? Die Resonanz auf XY und das Schicksal des Mädchens ist sehr groß. Zahlreiche Zeugen melden sich. Zeugen, die Dorothea um 5 Uhr morgens noch am Stuttgarter Hauptbahnhof gesehen haben. 2 Stunden vor Abfahrt ihres Zuges in Richtung Crailsheim. Doch der Mörder von Dorothea H. bleibt verschwunden. Weder durch die XY-Sendung noch in der Zeit danach wird er gefunden. Im Jahr 2000 wurde dieser Fall bei einer generellen Überprüfung von Altfällen auch nochmal aus der Schublade geholt. Man hat auch die noch asservierten Beweisstücke auf DNA-fähiges Material untersucht. Meines Wissens nach ohne Erfolg. Und ohne diese Möglichkeit eines DNA-Abgleichs glaube ich persönlich, dass es nach fast einem halben Jahrhundert nicht mehr möglich sein wird, diesen Fall aufzuklären. Es sei denn, der Täter, falls er noch lebt, würde sich selbst äußern und reinen Tisch machen. Der Mord an der 16-jährigen Schülerin Dorothea H. Es ist einer der tragischen Fälle in der Geschichte von Aktenzeichen XY ungelöst.